Willkommen zurück zu Let's Play Dragon Age 2. Im letzten Part haben wir einen Brief gekriegt. Was für einer war das eigentlich? Ach ja, genau, Osino. Na dann folgen wir dem Ruf des werten Osinos auch mal. Wir nehmen alles mit. Dich, dich und dich, wie immer. Gucken wir uns die ganze Sache erstmal mit dem Standard-Team an, weil sonst haben wir nichts mehr zu tun, nur noch Hauptstory. Und das ist nun mal unser Hauptstory-Team. Champion, dem Erbauer sei Dank, dass ihr hier seid. Was ist geschehen? Der erste Verzauberer Orsino hatte einen fürchterlichen Streit mit der Kommandantin. Er ist davongestürmt, um der obersten Klerikerin die Angelegenheit vorzutragen. Aber die Kommandantin ist ihm gefolgt. Ich fürchte, das wird mit Blutvergießen enden. Och nö. Bringt mich zu ihm. Sofort. Ich werde den Turm durchsuchen lassen, von unten bis oben. Das könnt ihr nicht tun. Ihr habt kein Recht dazu. Ich habe jegliches Recht dazu. Ihr versteckt hier Blutmagier. Und ich habe vor, sie aufzuspüren, bevor sie diese Stadt infizieren. Blutmagie? Wittert ihr eigentlich irgendwo keine Blutmagie? Wir können uns nicht einmal schneuzen, ohne dass ihr uns der Verderbtheit bezichtigt. Verscherzt es euch nicht mit mir, Magier. Meine Geduld ist erschöpft. Komisch, dass ich nie sah, wie es begann. Da hat wieder die Textbox nicht gestimmt, aber egal. Das muss aufhören. Das hier hat nichts mit euch zu tun, Champion. Ich habe ihn hergebeten. Ich denke, die Leute verdienen es, zu erfahren, was ihr getan habt. Was ich getan habe, war, die Einwohner dieser Stadt zu beschützen. Immer und immer wieder. Nein, das war ich. Was ich getan habe, war, euch Magier vor eurem Fluch und eurer eigenen Torheit zu beschützen. Was mit deiner Torheit? Ich höre nicht auf damit. Unsere Wachsamkeit wird nie nachlassen. Das Risiko werde ich nicht eingehen. An welchem Punkt ist es noch Wachsamkeit, wenn man Wahnvorstellungen hat? Ist irgendetwas von dem, was sie sagt, wahr? Das sind nur ihre neuesten Anschuldigungen, nichts weiter. Und was geschieht, wenn sie nicht findet, wonach sie sucht? Wie weit wird sie dann noch gehen, um etwas zu finden, das nicht existiert? Der Champion weiß besser als jeder andere, wie tief die Verderbtheit des Zirkels reicht. Hä? Ich muss ihre Quelle finden. Ja, und damit weiß ich eine ganze Ecke besser als du, Mädel. Das muss aufhören. Haben wir denn eine andere Wahl? Ja! Sagt mir, Champion, dass ihr nicht mit euren eigenen Augen gesehen habt, wozu sie fähig sind. Dass ihr nicht selbst die Lügen von Magiern gehört habt, die nach Macht streben. Das ist keine Entschuldigung. Sie sind nicht die Einzigen, die lügen und nach Macht streben. Ihr wollt uns alle als Schurken sehen, aber dem ist nicht so. Ich weiß. Und es bricht mir das Herz, als ob zu tun, aber wir müssen wachsam sein. Wenn ihr mir keinen anderen Weg zeigen könnt, wagt es nicht, mich als Tyrannin darzustellen. Das führt zu nichts. Die oberste Klerikerin Elthena wird dem ein Ende machen. Ihr werdet ihre Gnaden nicht mit hineinziehen. Die oberste Klerikerin kann euch nicht helfen. Was willst du jetzt hier? Erklärt euch, Magier. Ich werde nicht untätig zusehen, wie ihr alle Magier wie Verbrecher behandelt. Während die uns anführen sollten, das Haupt vor ihren Kerkermeistern beugen. Wie könnt ihr es wagen so? Der Zirkel hat uns im Stich gelassen, Orsino. Selbst ihr müsstet das erkennen können. Es ist Zeit, etwas zu unternehmen. Es darf keine Kompromisse mehr geben. Anders, was habt ihr getan? Es gibt kein Zurück mehr. Erbauer sei gnädig. Es kann keinen Frieden geben. Athena, nein! Beim Erbauer, nein! Sie war deine ergebenste Dienerin. Sie wurde von allen geliebt. Was war das jetzt anders? Warum hat sie nicht auf mich gehört? Gesegnet seien die Seelen der Gläubigen, auf dass sie emporsteigen mögen, um zu deiner Rechten zu sitzen. Warum? Warum habt ihr das getan? Ich habe die Chance auf eine Einigung zerstört, weil es niemals eine Einigung geben kann.
Die oberste Klerikerin hat durch Magie den Tod gefunden. Und die Kirche wurde zerstört. Als Kommandantin von Kirkwall berufe ich mich hiermit auf das Recht der Auflösung. Jeder einzelne Magier des Zirkels wird hingerichtet. Unverzüglich. Der Zirkel ist dafür nicht verantwortlich. Ihr dürft das nicht zulassen, Champion. Helft uns, diesen Wahnsinn aufzuhalten. Und ich verlange, dass ihr uns unterstützt. Selbst ihr müsst doch einsehen, dass eine derartige Ungeheuerlichkeit nicht hinnehmbar ist. Wieso debattieren wir über das Recht der Auflösung, wenn das Monster, das dies getan hat, genau hier ist? Ich werde ihn töten, das schwöre ich euch. Es lässt sich jetzt nicht mehr aufhalten. Ihr müsst eine Wahl treffen. Okay, also. Erstens. Ja, Anders hatte. Dass der Zirkel hatte, bestimmt das für Anders allein. Zweitens, warum zum Fick? Die oberste Klerikerin hat damit erstens überhaupt nichts zu tun, hat zweitens selber gesagt, dass es die Templer übertrieben haben und hätte das Ganze wahrscheinlich sogar ordentlich eindämmen können. Wieso jagt sich einfach den Der Zirkel hat uns verlassen, meldet später, jagt einfach den Zirkel in die Luft, dann sind zwar alle tot, aber dann wenigstens bei denen, die's, wo es ein bisschen Sinn macht. War das der Grund, weshalb ich die oberste Klerikerin ablenken sollte? Ihr wart daran beteiligt? Wenn ihr gewusst hättet, was ich vorhatte, hättet ihr euch bei eurer Ehre verpflichtet gefühlt, mich aufzuhalten. Dieses Risiko konnte ich nicht eingehen. Der Zirkel ist ein Unrecht, nicht nur in Kirkwall, sondern auch an zahlreichen anderen Orten. Die Welt muss das erkennen. Athena ist nicht der Zirkel. Sie war eine gute Frau und ihr habt sie ermordet. Ihr Narr, ihr habt uns alle verdammt. Wir waren bereits verdammt. Wir hatten nur die Wahl, ob wir jetzt schnell oder später langsam sterben wollen. Und ich ziehe es vor, kämpfend in den Tod zu gehen. Wie du schon mal gemacht hast, falls du es vergessen haben solltest. Ah, Alter, Gerechtigkeit hätte ich einfach da liegen lassen sollen. Das hätte ich nicht gemacht, weil das wegen meiner Ehre und meinem Pflichten, einfach weil das eine komplette Deppenaktion von dir war. Ihr seid ein Mörder. Die oberste Klerikerin, die Magier. Ihr Blut klebt an euren Händen. Ich weiß. Es spielt keine Rolle. Selbst wenn ich es wollte, könnte ich nicht untätig bleiben. Die Leute werden nach Blut verlangen. Ja, dann lass einen das öffentlich hinrichten, dann hast du die Aktion. Meredith muss aufgehalten werden. Aber was geschieht mit Anders? Wenn ihr das tut, Hawk, weiß ich nicht, ob ich euch folgen kann. Ihr wollt also diese Magier verteidigen, trotz allem, was sie getan haben? Das war nur Anders. Ihr verschreibt euch einer hoffnungslosen Sache. Seid ihr euch da sicher? Diesen Kampf könntet selbst ihr verlieren. Ich weiß, wir können es schaffen. Ich glaube an euch, Hawk. Verdammt, in was bist du jetzt nur wieder hineingeraten, Isabella? Denkt gut darüber nach, Champion. Wenn ihr euch auf ihre Seite stellt, werdet ihr auch ihr Schicksal teilen. Und du das deinige. Ich ziehe ihr Schicksal dem euren vor. Dem Erbauer sei Dank. Nein, ich kämpfe nicht, um diese Magier zu retten. Weder für euch, noch für sonst jemanden. Ich verstehe, was ihr vorhabt. Und mein Platz ist an eurer Seite. Ihr seid ein Narr, Champion. Tötet sie alle! Ich mobilisiere den Rest des Ordens! Geht! Flieht in die Galgenburg, bevor es zu spät ist! Und los geht die Scheiße. Na dann, erstmal Blutung auf alle. Oh, das hat einen ordentlichen Radius. Und meine Verbündeten kämpfen jetzt für sich, wie es aussieht. Ach gut, muss ich auf keinen achten. So, und für alle nochmal schön den hier. Osino, kannst auch gerne was mitmachen, nicht nur deine Angstblase verkriechen. Ach ja, und Jakob. So, komm ja auch nochmal. Und. Es ist also soweit. Ich weiß nicht, ob wir diesen Krieg gewinnen können, Champion, aber ich danke euch. Ich lasse euren Freund hier, damit ihr über sein Schicksal entscheiden könnt. Ich muss zurück in die Galgenburg. Trefft euch dort so bald wie möglich mit mir. Ihr könnt mir nicht sagen, was ich mir nicht schon selbst gesagt hätte.
Ich habe einen Geist in meine Seele aufgenommen und mich für alle Zeiten verändert, um dies zu erreichen. Dies ist die Gerechtigkeit, auf die alle Magier gewartet haben. Das hat nichts mit Gerechtigkeit zu tun. Hat euch dieser Geist gesagt, dass ihr das tun sollt? Nein. Als wir verschmolzen sind, hat er aufgehört zu existieren. Wir sind nun eins. Ich kann das Unrecht des Zirkels nicht leichter hinnehmen, als er es gekonnt hätte. Bequeme Ausrede, Zweck halte ich also die Mittel. Ihr habt also ein Massaker ausgelöst, nur um euren Standpunkt zu vertreten? Ich vertrete keinen Standpunkt, ich verändere eine Welt. Zum Schlechteren. Ihr wart niemals Teil des Zirkels, ich hingegen schon. Die Leute fürchten, wozu wir in der Lage sind, aber es ist falsch, uns aus dieser Angst heraus zur Unterwerfung zu zwingen. Und sie haben dabei auch noch unseren Segen. Ja, die übertreiben es aber. Und wenn ich dafür mit meinem Leben bezahlen muss, dann bezahle ich diesen Preis. Vielleicht wäre Gerechtigkeit dann zumindest wieder frei. Irgendwelche Meinungen? Würdet ihr das auch fragen, wenn ich heute in der Kirche gewesen wäre? Ihr wisst, was getan werden muss. Ein kühner Plan hätte von mir sein können. Der Glaube ist keine Entschuldigung. Und Aufrichtigkeit ist keine Rechtfertigung für das hier. Er sollte mit uns kommen und alles tun, um die Sache wieder in Ordnung zu bringen. Ich habe all diese Magier und Templer so satt. Was auch immer ihr tun werdet, bringt es einfach hinter euch. Tja, wir sind Gesinnung Magier und entsprechend töten wir keinen von uns. Längste. Aber, als ich die Aufnahme begonnen habe, ich wusste ja, dass was passieren würde, weil ich das Spiel ja kenne, dachte ich mir schon, ach nö, jetzt muss ich den auch noch wieder am Leben lassen. Weil ich ja Gesinnung Magier bin und halt trotz allem zu Magierkollegen halte. Aber Orsino hat da was Nettes gesagt, nämlich dadurch, dass Endes durch diese Kackaktion etliche Magier zum Tod verurteilt hat. Und deswegen kann ich jetzt, da ich ja Charakter böse bin, das hier machen. Ihr müsst für eure Taten bezahlen. Ich weiß. Je früher ich sterbe, desto eher wird mein Name weiterleben, um kommende Generationen zu inspirieren. Bloß nicht, Alter. In Dragon Age Awakening warst du so eine coole Sau. Du gibst so einen Kacklappen. Dämliche Grinsen wische ich dir vom Gesicht, Alter. Es wird nie genug sein, aber es ist zumindest ein Anfang. Oh, wie erfrischend. Wir sollten uns schnellstens auf den Weg zur Galgenburg machen. Wir wollen doch nichts verpassen. Jo, und dafür auf jeden Fall euch drei. Der erste Verzauberer ist zur Galgenburg gegangen. Wir müssen ihn finden. Und das heißt runter zu den Docks und dann Schiff nehmen. Leute, das Wasser durch die Wand gepackt. Da hinten steht's. Ich weiß nicht, warum ich den Loot überhaupt noch einsammle. Ich glaube nicht, dass ich hier noch irgendwas von wert. Ach, scheiß drauf. Ich kann halt nicht anders. Alter, wir sind hier im Endgame. Da könnte man nur ein bisschen besseren Loot finden. Nein, wir finden nur so einen Müll hier. Der auch schon aus dem Akt 1 sein könnte. Was ist hier drin? Auch mehr Scheiße. Aber liegen lassen wir es auch irgendwie nicht. Ein bisschen Geld, das liegt mit Geld, hier gibt es doch eh keinen Händler mehr. Oder? Doch, ich glaube, es gibt nochmal einen. Das war's da oben, lass ich liegen. Ist wahrscheinlich eh nur Scheiß drin. Bleibt, wo ihr seid! Ihr könnt nicht entkommen! In Ruhe. Ich habe nie um das hier gebeten. Das Gesetz ist eindeutig, Magierin. Wir können das Risiko nicht eingehen. Haltet euch von mir fern. Ich warne euch. Tötet es! Schnell, tötet es! Mit solchen Aktionen machen sie doch auch nicht besser. Alter. Okay. So, hier nochmal ein Sturm rein. So, mal gucken, wie viel drauf anspringen. Dann du, Tornes, bitte erstmal. Dann einmal eisige Umarmung für alle und nochmal eine Blutung. Oh,
Wobei, haben die überhaupt Blut? Schatten? Ich glaube, die haben gar kein Blut. Oh, okay, da habe ich ein paar Wege gewastet. Die Abscheulichkeit ist gerade eh keine. Hat gerade Akku auf die Templars, die ignoriere ich gerade mal noch. Nee, die Akku auf Jakob, lol. Na gut, dann noch mal ein Feuerball. Jodoch hat er aber fast tot. Nein, nicht du. Na, komm. Alter. Da. So. Jetzt die Abscheulichkeit. Jakob ist tot, aber der kommt gleich wieder. Er will ich gerade Akku von denen. Das können wir mal noch ignorieren. Und dann so lange auf den Dämon des Zorns. Wo ist der jetzt schon wieder hin? Verteidigt mich! Hinten. Meryl kriegt gerade ein bisschen Schaden. Wo steht denn eigentlich? Achso, sie steht in dem AOE von dem Oschi drin. Na gut, dann machen wir nochmal. AOE ist ein gutes Stichwort. Machen wir doch nochmal unseren hier so schön mitten rein. Hallo, könntest du bitte? Danke. So. Wenn die zum Teil auch untereinander los, nicht nur auf uns. So, der ist fast. Oh ne, war er gar nicht. Der ist fast. Oh ja, das sind wir. Ja. Halt, die lassen wir gerade nochmal untereinander. Auf den Schatten gehen wir so lange hier. Ist der Dämon jetzt weg? Ne, da ist er wieder. So, weg mit dir. Dann, der Schatten. Nein, Quatsch, der hier. Und nochmal für euch. Ich gehe mal kurz weg, damit der Typ mich nicht mehr angreift. Noch ein Dämon des Zorns. Jakob ist wieder ab. Ja, Quatsch, war ja. Ach lol, das war der falsche Spell. Hoppla. Hast du nochmal einen Sturm? Hä, hast du nicht eben schon Sturm gemacht? Hab ich deine Cooldown Reduction draufgehauen? Ach ne, Quatsch, ich hab ja auch wieder Feuersturm ab. What the fuck? Wie wenig Cooldown hast du das? Alle auf den Dämon des Zorns, alle auf den Dämon des Zorns, bitte. Ich seh schon. Wieso bin ich geslowt? Wovon? Achso, der Tempel will wahrscheinlich scheiß Gift geschmissen. Ja, du hast keinen Mana mehr, Meryl. Wir haben es gerade, du musst uns 24 sind, das war damit voll quaken. So, Leutnant. Hochwertiger Kurzbogen, Abscheulichkeit. Ja gut. Das Problem ist halt dadurch, dass die Templates komplett durchdrehen, drehen die Magier halt auch durch. Weil, ich meine, wir Auflösung. So schnell wie möglich zur Galgenburg. Sagtest du bereits. Weil Auflösung heißt, ihr werdet alle abgeschlachtet und da kriegen die Tune auch Panik und machen dann Sachen, die wir eigentlich nicht machen würden. Warum? Weil Enders. Und der hat das gemacht, weil. Deine Ahnung. Schlecht geschlafen hat. Aber Abscheulichkeiten, Blut, das sind doch zum Teil Menschen, also müssen die doch eigentlich. Wir sehen es ja gleich. Ich glaube, ich stand gerade nicht im Wirkungsbereich. Ganz toll. Mal den hier. Oh lol. Ein Glück habe ich den Grabräuber aufgewertet. Könnt ihr mal bitte nicht auf mich gehen? Den normalen Titel kann ich nicht benutzen, weil der mich nicht heilen kann. Weil Blutmagier. Aber ich kann mal kurz den hier machen. Und dann wieder so. So, was eigentlich mit dem Dämon der Wollust? Der steht ja auch immer noch. Vielleicht muss man auf den da gehen. Was? Nein, nicht looten. Okay, dann halt jetzt mal hier drauf. Kann ja recht sein. Was level ihn eigentlich? Da. Irgendwie macht der Dämon der Wollust gar nichts Relevantes irgendwie. Oder kann man auch sagen. Okay, nochmal so. Hey, wieso geht ihr schon wieder auf mich? Au. Und jetzt kann ich gerade nichts machen, weil ich gerade den Dingens hier am Casten bin. Yay. Na gut, vielleicht geht's ja noch. Nein. Selbstredend nicht. Na gut, wenigstens geht er nicht mehr auf Meryl. Dann kann die doch mal kurz den hier machen. Hallo, danke. Du machst den hier. Darauf hast du dir eben Ausdauertrank genommen. Ach, mach das hier mal aus. So, alle auf den hier bitte. Dann, so keine Steinfürst.
Gordiana kostet ein Dio. Lol. Okay, mal kurz anders hinsetzen und anders hinstellen und dann so machen. Und einmal den hier schlucken. Dann. Jetzt hat sie wieder keine Ausdauer. Na gut, okay, jetzt geht's auf Isabella. So, die ist auch tot. Lasch ihn jetzt hin. Hä? Na, sei es drum. So, jetzt, Todd. Du stirbst. Was war das nochmal? Ne, ja, einfach den hier. Dann auch den hier für dich. Garde, pass mal kurz nicht auf. Und schon passiert so eine Scheiße. Na, wenigstens noch ein Healpot. Ja, der Wollust, Abscheulichkeit und ein Fass. Mit, Überraschung, Müll. Kann ich da hinklicken, dass er da hinlatscht? Ja, kann ich. Was wenigstens das angenehm, ich kann kurz trinken. Never mind. Natürlich ist auch nochmal ein Encounter. So. Oh, also nochmal Magier. Das heißt, wir können hier mitten rein feuern. Schick. Warte mal, die ganzen AOE mitten rein. Boah, alle mal an Deck von Isabella runter, da kommt richtig auf. So, dann hier nochmal für alle. So. Und weg mit euch. Yay, ein paar Magier, die noch nicht komplett grenzdebil sind. Also spielt doch sich nicht in Abscheulichkeit. Was willst du eigentlich? Oh lol, Templerbogenschützen. Sollt ihr denn von hinten? Achso, Blutmagie ist ja gar nicht aktiv. So, und dann einmal Grabräuber, bitte. Das ist irgendwie nicht mal so viel Geld. Das ist ein Blutleutner, aber den können wir gerade ignorieren, weil der keiner auf uns hat. Wie ist das, diesen scheiß Bogenschützen hier? Herr Will, ich brauch mal kurz ein bisschen. Danke. So, jetzt du. Ich glaube, ich nehme nochmal ein Level-Up vom letzten Kampf. Da ist ein Leutnant, da oben ist ein Templer, der irgendwie nicht getriggert hat. Von mir aus, okay. Ich werde doch mal helfen, nicht immer nur in einer scheiß Angstblase. Lol, hinter kurz weggesammelt. Den Zauber könnten wir auch lernen. Nennt sich Faust des Erbauers, glaube ich. Aber der kriegt nur der Machtmagen. Der Machtmagen hat zwar viel durch die Gegend schmeißt, macht aber keinen Schaden. Bist du was Gescheites? Nee. Du? Okay. Sammeln noch kurz den Scheiß hier auf, auch wenn es wahrscheinlich komplett nutzlos sein wird. Hey, noch, wie viele mottenzerfressene Schals haben wir schon gelootet? Mal ganz im Ernst. Ein mottenzerfressener Schal nach dem anderen. Ist aber ab zu den Docks. Durch die dann auch nochmal durchkämpfen oder sind wir bei der Galgenburg? Denkt ihr, die Magier werden uns belohnen? Mit magischem Schmuck zum Beispiel. Wenn sie überleben? Wieso liegen hier lauter Tote? Ach so. Klar, was auch sonst. Zerrissene Hose. Truhe-Komplex. Isabella. Eines ist die Truhe. Danke. Lyrium getränkter, geätzter Stab. Der ist okayisch. Blutmagier. Der hat auch gleich wieder seine Scheiß. Wo ist denn der jetzt? Oh, hallo Dämon des Zorns. Ne, nicht Dämon des Zorns, Hochmut. Ah, da ist die. Ich hab doch gleich gesagt, die macht diese Kacke jetzt wieder. Okay, erstmal Jakob. Dann, mal alle weg von mir. Dann, du. Das war wieder keine Ausdauer. Taunten. Und einmal Grabräuber, bitte. Ja.
Ah, ich liebe den abgegradeten Grabräuber. So, dann Isabella heilen. Dann macht das ihn überhaupt Schaden? Sehen wir gleich. Okay, macht den. Doch, macht ihn sogar Schaden. So, dann ist da der Blutmagier. Der Torn von Isabella interessiert euch auch irgendwie nicht. Ja, viel Schatten jetzt. Och, nö, ich komm wieder. Und ich werde da drin gestunt, versteht sich. Und selbst. Evelyn, gib doch mal kurz. Moment, okay, neuer Plan. Geistheiler-Modus. Einmal den hier, bevor das hier komplett schief geht. Gucken, ist halt keine Todeswolke aktiv. Okay. Wiederbelebung. Gruppenheilung. So, und Modus wieder abschalten. Mal hier mal kurz ein paar Leute killen. Kurz einen Lyrium-Trank nehmen. Und dann auf euch alle. Den hier, erstens. Und zweitens. Und drittens. Und dann bin ich tot. Wieso auch auf den Taunt reagieren? Wäre ja langweilig. Achso, es lebt. Die Tuss er auch wieder. Und ist auch tot, natürlich. Achso, ja. Nee, das können wir vergessen. Nochmal. Mann, 10.000 Schatten auf einmal. Und natürlich interessiert sich keiner von denen für Evelyns Taunt. Okay, weißt du was? Wir erinnern hier mal kurz die Taktik von Evelyn. Und schalten da alle Aktiven aus. Was ist denn das für eine Aktive gewesen? So, damit die ihren Taunt auch wirklich ready hat, wenn man den braucht. Alles wird sich in der Galgen. So, komplett gedrückt, ne? Da war ja nur Bullshit drin. So, erstens Jakob. Zweitens Blutmagier. Alle. So, die kommen gleich hier hinten raus. Das heißt, wir repositionieren uns mal. Fernkämpfer nach da oben. Beide. Hallo? Beide. Position halten. Das ist richtig, Isabella, aber jetzt nicht unsere erste Sorge, würde ich mal sagen. So, dann alle auf die Blutmagierin, bitte. Und zwar mit Volkaracho. Mach mal eine wandelnde Bombe. Sieh mir mal ein bisschen taktischer ran. Oder nochmal ein Gewitter dahin. Den ganzen Schatten nochmal verrecken. Und du tauntest jetzt bitte einmal schön. So, und jetzt haben sie auch gerafft dieses Mal. Feuerball rein. Nächstes Mal erstmal die kleinen Fokus. Jetzt den Typ, der gerade ausbrechen will. Ja, kommt alle mal her. Die sind gerade eh ein paar. Ich sag gerade eh in einer ungünstigen Position da hinten. Aber wovon ist denn Emily schon wieder gestunt? Fokus, Leute, auf den gleichen alle. Sind das viele. Wir lassen das mal kurz mitten rein und Grabräuber. So. Wo ist die Blutmagierin? Da hinten. Die Fahrer will gerade schon wieder ihren Scheißdreckkasten. Au. Ist das der Malm des Gefängnis? Mir irgendwie keinen Schaden. Herr Lüstro. Lol, die lebt noch. Okay, dann machen wir mal kurz so. Und du gönnst dir bitte auch ein. Wieso trinkst du deinen scheiß Heiltrank nicht, Alter? Und Meryl war noch gestunt, verstehe ich, aber... Evelyn, what the fuck? So. Au. Dann, Jakob, komm wieder. Dann, verzieh. Und alle auf die da, bitte. Alle. Meryl, du trinkst es wirklich ein. Und dann verziehst du dich von da hinten und gehst nach da vorne. Au. So, Blutmagier ist noch nicht an, das heißt, ich kann den hier machen. Hey, Buddy Block. Hier ist schon wieder der Scheiße drin.
So, Isabella tot ist mal kurz egal. So, die ist tot. Danke. Dann Feuerball hier hin und du tauntest nochmal. Meryl, sorry, dich ignoriere ich zu positiv, ich muss da auch mal ein bisschen ignorieren. So, dann heile ich dich noch einmal. Und das hinstellen und so. So, dann ist wieder Blutmagie an. Und mitten reinstellen. Und Grabräuber. Dann, der ist fast tot. Der da oben klopft sich mit Jakob, alles klar. Du stirbst. Nein, brauchst du keinen Mana, aber du hast Blutmagie an. Nein, das wollen wir gar nicht. Mal weiter angreifen. So, jetzt geht ihr mal von mir weg. Wie viel kommen da denn noch? Feuerball. Ist schon wieder neue gespawnt, oder was? Da war doch eh meiner fast tot. Der da. So, dann du. Dann nochmal den hier. Und unser Hund kloppt sich da oben mit dem Dämon, der hochblut. Alles klar. Geht weg von mir. So, weg mit dir. Weg mit dir. Feuerball. Du verreckst. Du verreckst. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, und jetzt auf dich. So, das ist zwar noch ein HP-Sponge, der macht aber leider nicht genug Schaden. Hoffe ich. Ja, zumindest nicht so lange auf Erwin Akku hat. Sollte ich das ändern, habe ich ja wieder Taunt an. Wofür sie jetzt sicher genug Ausdauer haben wird. So, Jakob kommt nochmal. Dich gibt es nochmal einen Feuerregen. Nochmal eine eisige Umarmung. Und jetzt stirbt bitte einfach, ja? Der Vater die schon viel Überlänge. Mein Feuerball. Ja, das tue ich. Alter. Wenn jetzt noch irgendwas kommt. Ich hätte mir eine andere Freizeitbeschäftigung suchen sollen. Bis zum nächsten Part. Ciao. The top of 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 the top of